Hallo und herzlich willkommen zurück bei Majesty the Fantasy Kingdom Sim. Ich habe mittlerweile eine kleine Neuerung für euch jetzt in dieser dritten Folge, denn ich habe tatsächlich herausgefunden, dass man zumindest die deutsche Sprachausgabe wieder aktivieren kann und auch den deutschen Einspielerfilm. Leider geht das mit den Texten nicht, denn die sind hier bei der HD-Version zum Teil verändert worden. Deswegen müssen wir uns leider weiterhin mit den englischen Texten hier zufrieden geben. Aber wir bekommen jetzt zumindest hoffentlich eine deutsche Sprachausgabe. Und um das zu feiern, möchte ich euch einfach nochmal den Startfilm, den ich euch in der ersten Folge schon mal gezeigt habe, demonstrieren. Wenn ihr den überspringen wollt, gibt es unten wie immer den Zeitstempel. Grenzenloses Wasser, grenzenlose Zeit. Durch beides ist Ardania abgetrennt. Ein Reich, das in Mythen und Weisheiten der Menschheit versunken ist. In den Nischen der Gefilde Ardanias hausen Geschöpfe der Fantasie und der Albträume. Sie fordern die heldenhaften Draufgänger heraus, manche von Schätzen und Habgier getrieben. Die Ideale anderer Helden sind Ehrenhaftigkeit und Rechtschaffenheit. Und manche werden von einer ureigenen Angst vor der unreinen Berührung durch das Böse geleitet. Damit sie die entsetzlichen Gefahren bewältigen können, brauchen Ardanias Helden nur eines: einen Gebieter, der sie anspornt und ermutigt, der Welt der Finsternis die Stirn zu bieten. Nehmt Ardanias Krone an und schmiedet neue Legenden für dieses steinalte Land. So, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen und wir steigen auch direkt ins Spiel ein. Und wir haben ja das letzte Mal die beiden Missionen hier geschafft. Wir sehen das hier an dem Stern. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt mal mit The Wizard's Course weiter. Genau. Ich bitte höflichst um Vergebung für mein ungebührliches Eindringen. Doch da ist ein aufgebrachter Zauberer, der... Beiseite, du winselnder Speichellecker! Souverän, ich muss mit euch sprechen. Unter eurer gesetzlosen Herrschaft hat einer eurer einfältigen Untertanen das Buch mit meinen Zauberformeln gestohlen. Der Wert dieses außergewöhnlichen Buches liegt außerhalb jeden Ermessens. Ihr und euer Reich müsst jetzt für diesen Verlust eine Entschädigung zahlen. Bis zu dem Zeitpunkt, da genügend gute Taten vollbracht worden sind, verfluche ich alle Bewohner dieses Landes, auf dass sie so dumm wie die Toten sein mögen. Ja, das ist unsere Aufgabe, unsere Ziele. Ich übersetze es mal eben wieder. Ja, es gibt anscheinend zwei verschiedene Möglichkeiten, wenn ich das hier richtig sehe. Die eine ist es, den Hooligan zu inhaftieren oder in Arrest zu bringen. Oder den bösen Zauberer zu vernichten.
Okay, und unsere Helden sind offenbar verflucht und verhalten sich anders als normalerweise. Okay, nun gut, wir probieren das Ganze aus. Erstmal hier eine Nachricht. Ja, genau, das ist nochmal dieselbe Missionsbeschreibung. Wir sehen hier auch nichts Spezielles. Das heißt, lasst uns erstmal die üblichen Baumaßnahmen durchführen. Ich würde mal hier mit diesem Waldläufer beginnen. Und ja, wir haben noch ein bisschen Geld. Machen wir mal noch die Krieger. Und auf jeden Fall ein Wachhaus hier vor unserem Palast. Und ja, ich würde dann demnächst auch, ja, ich kann es wahrscheinlich sogar direkt in Auftrag geben. Dieses Gnomengebäude. Wenn sich unser Reich entfalten soll, brauchen wir mehr Helden. Genau, da kommt schon die Warnung. Euer Majestät, ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Ach, das macht direkt viel mehr Spaß, wenn die Sprachausgabe auf Deutsch ist. Oder findet ihr nicht? So, wir holen uns gleich mal ein paar von diesen Rangern. Ist hier direkt benebelt. Jedenfalls empfinde ich das so. Und die sind hier irgendwie auch langsamer als sonst. Euer Majestät, ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Hier würde ich direkt mal zu den Pfeilen übergehen. Euer Majestät, ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Neue Hoheit, wir konnten die Wachhäuschen verbessern. So, dann würde ich in die Schmiede investieren. Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Und direkt noch in den Marktplatz. So, hier können wir Gnome anheuern. Was haben wir denn hier? Ah! Okay, wir haben schon einen festgenommen offensichtlich. Hier würde ich direkt mal den Ausbau in Auftrag geben. So. Mehr Gold für euch, Majestät. Können wir dann auch eine Kneipe bauen? Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Euer Majestät, ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Das würde ich mal hier hinsetzen. Da kommt vermutlich wieder, genau. Mein Souverän, ein Gebäude wurde renoviert. Und sicherheitshalber würde ich hier auch nochmal ein Wachhaus setzen. Euer Majestät, ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Euer Majestät, ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Der Steuereintreiber! Ein aussichtsloser Kampf. So, wir forschen hier überall weiter. Hier würde ich auch mal die Waffen erforschen. Hier den Markttag, der bringt ja immer ordentlich Gold. Neue Hoheit, wir konnten die Wachhäuschen verbessern. Tja, und hier sollten wir eventuell darüber nachdenken. Euer Marktplatz floriert jetzt besser als vorher. Majestät, der ortsansässige Schmied bietet neue Leistungen an. Ah, ich möchte nicht das ganze Geld
direkt hier verpassen. Aber ich bin doch nur ein Gnom. Durchlaucht. Euer Marktplatz floriert jetzt besser als vorher. Komm, Majestät. Der ortsansässige Schmied bietet neue Majestät. Ist beispielhaft. Ah, wir haben diese Diebesgilde noch nicht gebaut. Was mache ich dann mal? Ich werde immer besser. Ein aussichtsloser Kampf. Mein Heldenmut ist beispielhaft. Der Steuereintreiber. Ein aussichtsloser Kampf. Mein Heldenmut ist beispielhaft. Euer Majestät, so, ein neues Gebäude wurde verkauft. Mein Souverän, ein Gebäude wurde renoviert. Mein Souverän, ein Gebäude wurde renoviert. Der Steuereintreiber. So, wir brauchen dringend mehr Gold. Damit Euer wir hier das Ding hochziehen können. Wir können verbessern. Der Steuereintreiber. So, hier ist die Kasse ordentlich prall, aber es geht nicht weiter. Soll ich das hier direkt mal ausbauen? Na kommt, ich baue das mal aus. Wir können hier direkt wieder einen Markttag veranstalten, sobald der Steuereintreiber vorbeikommt. Mein Souverän, ein Gebäude wurde renoviert. Sollten wir dann hier auch direkt weiterkommen? So, jetzt war er da. Ich rekrutiere mal hier eben die vier Diebe. Na, ja, hier mit dem Schutzring, da warte ich mal noch. Mal, was hier in unserer Umgebung zu finden ist. Okay. Aha, da ist dieser Zauberturm. Lass hier mal weitere und bessere Waffen erforschen. Ein aussichtsloser Kampf. Mehr Gold für euch, Majestät. Jetzt müssten wir doch demnächst mal das Gold beisammen haben, um hier auszubauen. Majestät, der ortsansässige Schmied bietet neue Leistungen. Na, das forsche ich jetzt auch mal noch. Das bringt uns ja hoffentlich weiter. So, hier wird gekämpft. Mein Heldenmut ist der Steuereintreiber. Majestät, der ortsansässige Schmied bietet neue Leistungen. Ja. Ein unwillkommener Gast. Ja, das kann man hier wohl laut sagen. Willkommen ist er definitiv nicht. Wir hier oben auch Ärger? Nee, da geht's. Und hier ist direkt ein Wolf. Ich bin ja fast am Überlegen. Da kommt eine bösartige Der Steuereintreiber. Dass wir hier rauf und auch. Ne? Ich wollte eigentlich hier auch noch so eine Fahne draufsetzen. Dass wir hier Belohnungen verteilen, dass die uns hier nicht direkt hereinlaufen. So, direkt wieder die Kasse voll machen.
Ja, die müssen hier nur besser einsammeln. Der Steuereintreiber! Ich will ja niemanden verletzen! Na, ja, ihr seht, das staut sich hier richtig. Was für eine verlockende Belohnung! Ja, dann greift man hier an. Sich ausgezahlt. Klopft mal das Ding kaputt. Da kommen offensichtlich noch mehr. Ja, zumindest das erste ist hier gleich fertig. Sehr gut. Da ist noch mal eine Ratte aufgetaucht. Ein aussichtsloser, willkommener Gast. Der ja. Steuereintreiber. Ich fühle mich mit neuem Leben erfüllt. Ja, das hält hier nicht mehr lang. Sehr gut. So, und gleich haben wir hier noch Geld. Jetzt, der soll hier mal vorbeilaufen. Der Steuereintreiber. Das ist ja brutal, wie viel da schon vorhanden ist. Na, da ist direkt das nächste hier. Dann setze ich hier auch mal noch so eine Flagge drauf. Perfekt. So. Hier kommt wahrscheinlich wieder einer von denen, genau. So, wir haben endlich genügend Gold, um das Ding hier auszubauen. Und hier ist die Kasse immer noch voll. Lasst mein Gold in Ruhe! Euer Hoheit, die Sanierungsarbeiten im Palast sind jetzt beendet. Aha. Im Namen des Regenten! Mehr Gold für euch, Majestät! Ein unwillkommener Gast! Odidodidodido! Okay. Ich hau lieber ab! Geister der Wildnis, ich komme. Okay. Aha, der hat ein paar Zaubersprüche hier gelernt. Halt! Das ist natürlich nachteilig. Aber da sind schon hier unsere Einheiten dran, unsere Helden. Sonst hätte ich da jetzt eben mit einer Fahne nachgeholfen. Ja, aber die sind hier schon aktiv. Sehr gut. Haben die allerdings das Gebäude hier nicht reparieren? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, jetzt war offensichtlich... Ja, wir haben jetzt auch wieder Gold. Der Steuereintreiber war da. Können wir denn jetzt was der Neues bauen? Aus. Nein, aber da ist gerade eine der Meldung aufgeploppt. Da schauen wir gleich mal rüber. Nein, definitiv nichts Neues. Und wir können hier auch nicht auf Level 3 gehen. Gut. Wir können das Ding hier mal noch ausbauen. Hier geht nichts mehr. Hier können wir einen neuen rekrutieren. Das können wir ausbauen. Der Steuereintreiber. Ja. Hey, ich werde immer besser. Mein Souverän, ein Gebäude wurde renoviert. Dann würde ich mal hier auf eine Flagge setzen. Der Steuereintreiber. In der Hoffnung, dass wir... Mein Souverän, ein da. Wurde ah, das geht hier schief. Nee, doch nicht. Kommt oh, der ist stark. Jetzt versucht er zu fliehen. Dann setze ich hier auch mal eine Fahne drauf. Er ist auf jeden Fall schneller. Ah, Mist. Das ist natürlich schade. Ja. Im Namen des Regenten. Wie kriegen wir das hin? Da auch nochmal ein. Und hier können wir neue Sachen erforschen. Hier können wir die Schutzringe ins Portfolio aufnehmen. So.
durchlaucht. Euer Marktplatz floriert jetzt besser als vorher. Sehr gut. Den würde ich dann auch direkt ausbauen. Majestät, der ortsansässige Schmied bietet neue Leistungen. Wir Und wir machen direkt mal Markttag wieder. Im Namen des Regenten! Mein Souverän, ein Gebäude wurde renoviert. So. Der Steuereintreiber! Hier können wir neue Gnome holen. Majestät, der ortsansässige Schmied bietet neue Leistungen an. Okay, jetzt läuft hier die Palastgarde an. Was für eine verlockende Belohnung. So, ich hoffe mal, dass der Steuereintreiber hier demnächst auftaucht. Was für eine verlockende Belohnung. Ein aussichtsloser Kampf. Der Steuereintreiber! Was für eine Im Namen des Regenten! Ja, hier trauen sie sich noch nicht Was so ganz. Für eine verlockende Belohnung. Ja, er hat es jetzt entdeckt. Er ich kommt auch. Ab. Hier ist doch auch was. Mein Gold kriegst du der nicht. Steuereintreiber. Euer Majestät, der Steuereintreiber. Die königliche Schatzkammer ist was so gut. Für eine verlockende Belohnung. Ein aussichtsloser Kampf. Ja, ich sehe, dass die Schatzkammer fast leer ist. Hier trauen sie sich nicht ran. Okay. Was für eine verlockende Belohnung. Ja, ich würde mal hier auch noch eine Fahne draufsetzen und ja, die feindliche Burg, die heben wir uns dann bis zum Schluss auf. Mhm. Wie setzt diese Ratte unterwegs? Stets zu Diensten. Ein unwillkommener Gast. Halt! Was für eine verlockende Belohnung. Ein aussichtsloser Kampf. Der Steuereintreiber. Ich würde mal noch eine weitere oder eine Statue hier errichten. Das sollte ein bisschen die Loyalität erhöhen. Was für eine verlockende Belohnung. Mehr Gold Und für euch, Majestät. Ja, die Teleportationsamulette, die erforschen wir auch. Na? Ah ja, hier oben findet jetzt ein Angriff statt. Das ist interessant. Ein neues Gebäude wurde fertig. Ich hau lieber ab. Na, er flüchtet. Durchlaucht. Ich hau Euer lieber Marktplatz ab. Floriert jetzt, besser auch? Als vorher. Warum die sich hier unten nicht trauen? Im Namen ein aussichtsloser Kampf. So, hier sind wir mittlerweile überall im Vollausbau. Da geht also nichts mehr. Was für eine verlockende Belohnung. Der Steuereintreiber. Die trauen sich hier unten irgendwie nicht. Vielleicht deswegen hier? Ich hau lieber ab. Ich würde hier fast mal versuchen, das so eine 200er Belohnung drauf zu setzen. Vielleicht trauen sie sich ja dann. Ich fühle mich mit neuem Leben erfüllt. Aha. Er geht jetzt hier auf den Fuchswolf, was ist das? Kampf. Er dürfte hier schon einen höheren Level haben, ja, Level 3. Okay. Ich fühle mich mit neuem Na, jetzt setzt er sich hier direkt in Bewegung. Boah, der ist schon ganz schön stark hier. Dieser Baum. Ein aussichtsloser Kampf. Ja, unsere Palastwache hier versucht sich zu verteidigen. Oh je, jetzt ist hier einer gespawnt. Wir können hier nochmal nachrufen.
Kann ich denn noch eine weitere Kriegergilde bauen? Ja. Mein Dienst ist vorbei. Dann lasst uns doch die mal da oben platzieren. Und, ja, ich warte mal noch. Der Steuereintreiber! Ich hau lieber ab. Kein Markttag. Ah, doch, hier. Ja, das machen wir mal. Mein Gott, der Steuereintreiber! Ja. Euer Majestät, ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. So, dann rekrutieren wir mal noch weitere Kämpfer. Ich fühle mich mit neuem Leben erfüllt. Schon auf dem Weg. So, jetzt hat sich das doch gelohnt. Und jetzt hauen die sich, glaube ich, auch hier unten ran. Das wird niemand vermissen. Genau, das wird niemand vermissen. Genau nach unserem Geschmack. Und ich nehme mal an, ja, wobei wir können es ja sogar forcieren, indem wir hier unten so eine Erforschungsfahne setzen. Vielleicht trauen die sich dann ja, da nach unten zu gehen. Aha, und er, ach, er hat sich direkt hierher teleportiert. Aha, das lohnt sich doch hier. Dann setzen wir doch da auch mal noch so eine Flagge drauf. Ich könnte zu Diensten sein. Aha, da geht's schon los. Ein guter Fund. Ja. Hervorragend. Bin schon auf dem Weg. Können wir hier noch was machen? Nein, da ist alles erforscht. Wir können hier weitere Krieger rekrutieren. Ja. Hier oben traut sich keiner so wirklich. So, Krieger wurden rekrutiert. Hier ist mittlerweile voll. Hier können wir nochmal. Und wir können hier sogar nochmal ausbauen. Na komm, dann lass uns das mal probieren. Das geht hier auch relativ schnell. Der Steuereintreiber! Mein Held. Und der dritte Level ist, meine ich, der Vollausbau. Können wir denn jetzt noch was machen? Ja, wir können hier so einen Istplatz errichten. Und wir können jetzt auch tatsächlich hier Tempel errichten. Im Namen des Regenten! Das sind hier nämlich die mächtigen Kämpfer. Das würde ich direkt mal machen. Hier direkt wieder einen am Markttag, damit die Kasse voll wird. So, das Ding hier ist gleich Geschichte. Ja. Und jetzt lesen wir uns mal noch das Ding hier durch. Mein Gold, kriegst du nicht. Ich hau lieber ab. Euer Majestät, ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Aha. Okay, na gut. Meine Mühe hat sich ausgezahlt. Hier wird wieder gekämpft und wir können jetzt hier Leute anheuern. Im Namen des Regenten. Ah, ihr seht, das sind hier recht flink. Der Steuereintreiber. Ja, wir machen nochmal einen Markttag, dann kommt da auch wieder ein bisschen Gold beisammen. Können wir denn grundsätzlich diese komischen Häuser hier angreifen? Was passiert denn, wenn ich da so eine Flagge draufsetze? Macht der das? Ja, er macht das. Okay. Im Namen der hier oben ist ansonsten nichts mehr. Ja. Ein aussichtsloser Kampf. Okay. Ne, dann bleibt eigentlich nur noch der Zauberturm hier oben. Mein Dienst ist vorbei.
der aber extrem mächtig ist. Mein Dienst ist vorbei. Mein Dienst ist vorbei. Ja, er plündert hier natürlich alles. Ach, der gehört da dazu. Hä? Wie geht das denn? Komisch. Na, ich werde hier auf jeden Fall nochmal Leute ranholen. Und ich baue aber jetzt auch nochmal... Das ist doch der... Nee, das ist... Ist das nicht derselbe? Doch. Konnte ich da nicht gerade noch einen anderen bauen? Wahrscheinlich nur einer von beiden, oder? Mehr Gold für euch, schließen Majestät. Sich gegenseitig aus. Hm. Vermutlich. Der Steuereintreiber. Mehr Gold für euch, Majestät. Dann würde ich mal sagen, wir errichten noch diesen Trainingsplatz. Der ist auch immer gut gewesen. Haben wir auch noch nicht gesehen. Ja. So, wir müssen wieder Leute ranholen. Ja. Hat's gemerkt, er wird immer besser. Der Steuereintreiber. Mehr Gold für euch, Majestät. So, das sollte hier nicht allzu lang dauern zum Bauen. Der Steuereintreiber. Euer Majestät, ein langes Gebäude wurde fertiggestellt. Und hier kann man genau nämlich jetzt Turniere abhalten und die nutzen das nämlich als Training. Meine Mühe hat sich ausgezahlt. Ein unwillkommener Gast. Das ist noch etwas, das wir noch nicht gebaut haben. Die königlichen Gärten. Was bringen uns Euer die Majestät, denn? Sollen wir jetzt ein Turnier Aha, ausrichten? Da können die meditieren. Ja, kommt dann. Einfach nur der Vollständigkeit halber bauen wir die Gärten auch noch. Der Steuereintreiber. So. Und... Ja, ich hätte mal gesagt... Ein reguläres Turnier. Ja, da können die einfach hier beliebig trainieren. Genau. Das heißt aber nicht, dass es geschlossen ist hier, oder? Ein neues Gebäude wurde fertiggestellt. Na, ich stelle das mal so um. Dann gucken wir mal, was passiert. Wir können mal wieder anheuern. Der Steuereintreiber. Ja. Und dann würde ich sagen, in einer konzentrierten Aktion setzen wir hier mal eine ordentliche Belohnung. Und dann sollte sich das auch in die Richtung bewegen. Da ist ein Friedhof. Lass uns mein Gold in Ruhe. Schon auf dem Weg. Aber ich bin Lass nur mein Gold in Ruhe. Ja, die sind schon sehr mächtig hier. Das ist schon sehr mächtig. Mein Dienst ist vorbei. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie wir da anderweitig drankommen sollten. Ja, er kommt jetzt hier wieder raus. Mein Dienst ist vorbei. Ja. Kann ich denn das machen? Ein guter Fund. Dass ich auf ihn hier eine Belohnung aussetze? Meine Kräfte verlassen mich. Aha. Ah, ha, 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 ha. Schaut mal her.
Ja, er hat jetzt einen Trank genommen. Geister der Wildnis, ich komme! Geister der Wildnis, ich komme! Gold in Ruhe! Boah, das ist ein ganz schönes Gemetzel hier. Ich rekrutiere hier mal wieder. Schnelles Handeln ist von hinten. Mein Dienst ist vorbei. Der Steuereintreiber! Schnelles Handeln. Der Wind hat mich abgewiesen. Was ist denn das? Der Wind hat mich abgewiesen. Ich bin doch nur ein Gnome. Der Geister der Wildnis, ich komme! Hey, ich werde immer besser. Tut sich jetzt hier bei dem Gemetzel was? Ne, er hat wieder einen Trank genommen. Das wird niemand vermissen. Ab, der Razzak! Lass mein Gold in Ruhe! Ja, der ist schon. Lass mein Gold in Ruhe! Richtig brutal hier. Geister der Wildnis, ich komme! Boah. Meine Kräfte verlassen mich. Schaut euch das Gemetzel an. Glück vorüber. Schnelles Handeln ist von Nöten. Lun Ariatis. Der Wind hat mich abgewiesen. Meine Kräfte verlassen mich. Mein Dienst ist vorbei. Ich glaube, wir müssen direkt wieder mein Dienst ist vorbei. Hier durchklicken. Was ich natürlich auch machen kann, ist, ich kann ja einfach mal hier auf diese Häuser noch Lacken setzen. Vielleicht bringt das ja was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Text da vorhin richtig interpretiert habe. Wir probieren das einfach mal aus, das kann ja nicht schaden. So. Mehr Gold für euch, Majestät. Der lockende Belohnung. Steuereintreiber. So. Halt! Hier brauchen wir nochmal. Da auch. Da auch. Hier weht ein widriger Wind. Da auch. Lasst mein Gold in Ruhe. Einmal der Markttag. Ich mit neuem Leben. Schon auf dem Weg. Der Steuereintreiber. Mein Dienst ist lass mein Gold in Ruhe. Halt! Schnelles Handeln ist vonnöten. Ja, das Problem ist tatsächlich hier oben der Zauberturm. Und Verstärkung! Ja, er versucht jetzt hier zu fliehen. Der Steuereintreiber! Lass mein Gold in Ruhe! Mein Held! Schwierig! Ein aussichtsloser Kampf. Lauter Mann, schon auf dem Weg. So, da sind wir wieder voll. Da geht noch mal einer. Hier geht was. Ja, jetzt werden hier immerhin diese Hütten hier abgerissen. Aber liebe Leute, wie dieser Kampf hier ausgeht, das hätte ich gesagt, das erfahren wir dann erst morgen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit, euer von Blankenburg.